Hallo und willkommen zurück, meine Sportfreunde, auf dem YouTube-Kanal von Thema eSport zum Gruppenspiel Marokko gegen den Iran. Ein Spiel, wo ich keine wirkliche Einschätzung abgeben kann, vorab muss ich gestehen. Lassen wir uns überraschen. Auf geht's. Der Iran in den weißen Trikots. Marokko spielt in Rot. Rein in die 10. Spielminute. Marokko im Angriff. Schön durchgesetzt. Ah, der ging ein gutes Stück drüber. Da war schön die Finte. Ja, und dann fehlten doch einige Zentimeter. Aber gute erste Chance. 19. Spielminute. Der Iran im Vorwärtsgang. Frei vom Tor. Der ging sehr, sehr deutlich vorbei. 37. Ihr seht schon, es passierte nicht wirklich viel in der ersten Halbzeit. Nochmal die Chance. Aber genauso kläglich, muss man schon fast sagen, drüber. Keine Gefahr fürs Tor von Marokko. Der direkte Gegenzug. Da steht der Iran ganz, ganz schlecht. Wahnsinnstat vom Torhüter. 43. Ein wunderschöner Pass hier mal. Aber dann auch eher schwachem Abschluss. Gut gerettet von Marokko. Und so ging es in die Halbzeit. Ihr seht schon, selbst EA konnte keine Highlights zeigen. Trauriges Spiel. 55. Spielminute. Das Spiel wurde und wurde einfach nicht besser. Von beiden Seiten kaum Chancen. Keine Gefahr fürs Tor. Hier nochmal ausnahmsweise der Iran. Ecke in der 74. Geklärt. Das war doch mal sowas wie eine Chance. Und dann abseits. Ja, recht eindeutig im Abseits sogar. Eigentlich schade, dass wir da nicht nochmal die Torchance sehen. Die wäre interessanter gewesen. Aber was will man machen? Die Bilder kommen von der Regie. Jetzt über außen. Und wo kommt das Tor denn auf einmal her? Der Iran führt. Überraschend, glücklich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das Spiel plätscherte so vor sich hin. Cooler Bälle in die gegnerischen Strafräume. Dann eine gute Kombination durch die Hosenträger. 1:0 für den Iran. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich hatte die Hoffnung auf Tore schon aufgegeben eigentlich. Jetzt die 81. Minute noch. Der Iran greift nochmal an. Oh, fataler Abwehrfehler von Marokko. Und da muss nur noch abgestaubt werden. 2:0. Das ging ja jetzt doch fix. Riesenjubel natürlich auf Seite des Irans. Ich behaupte einfach mal, sie haben selber nicht mehr dran geglaubt. 90. Minute. Nochmal der Iran. Die witterten jetzt sowas wie Morgenluft.
Schön kombiniert, aber auch stark gehalten. Hoch und weit bringt Sicherheit. Marokko im Angriff. Oh, der könnte nochmal gefährlich werden. Legt er quer? Ah, schwaches Abspiel, keine Gefahr. Und das war's. 2:0 gewinnt der Iran in einem eigentlich erst in den letzten 20 Minuten unterhaltsamen Spiel. Glücklich, den Spielern soll es egal sein, 3 Punkte mitgenommen. Wie gewohnt nochmal die Highlights für euch, geht heute schnell, versprochen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Gruppenspiel wieder hören, wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, euer DC Talk. Adieu.